Im Tagtraum der Rache, dunkel und kalt. Zimmerlos, der Vampir erwacht, entfesselt und bald. Der Licht des Schreckens, sein alter Feind. In der Schlacht der Schatten, wo kein Licht scheint. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Daydream, der 17. Folge, denke ich mal. Auf jeden Fall, wir hatten letzte Folge das glückselige Treffen mit dem Vampirkönig, der uns die Aufgabe erteilt hatte, Roink, einen der freien Krieger, zu exekutieren, um uns den Respekt für ihn zu erlangen. Dadurch, dass niemand weiß, dass ich ein Vampir bin, setze ich mal lieber meine Maske wieder auf. Also ich mache die mal lieber so. Dann sieht es wenigstens nicht so komisch aus. Und ich habe auch den Turm vielleicht auch noch. Also ich weiß ungefähr, welchen Turm der Vampirkönig meint. Der ist nämlich der hier, wo ich sogar schon mal war. Ja. Wir gehen jetzt aber mal so ganz unauffällig rein. Ich würde mal lieber die Schuhe wieder anziehen. Gehen wir mal hier rüber. So, wollen wir mal gucken. Ist er hier? Oh. Hallo. Mann, bist du klein. Wer bist du denn? Ich bin also der Manus. Manus? Ja. Ramara hatte mir einiges von dir erzählt. Okay, und was ungefähr? Würde mich jetzt schon interessieren, ne? Du solltest gefehlt haben. Ah. Naja. Was denn passiert? Naja, wir haben hier in der ganz in der Nähe einen Titan-Vampir versucht zu bekämpfen. Ramara konnte fliehen. Ich wurde geschnappt, bin dann wieder abgehauen irgendwie und dann, ja, habe ich mich wieder neu equipped. Wollte den Vampir hier. Und du bist, wurdest zum Vampir. Und warum bist du ein Vampir? Wer weiß du das? Woher weißt du das? Ich kann es sehen. Ich spüre durch deine Magie und so. Okay. Leg deine Maske ab, du Saftsack. Ja, welche denn? Ja gut, ich hab meine. Ja, du willst das so? Bitteschön. Wer sowas tut, soll für den Verrat sterben. Ja, komm doch, komm doch. Wow. Wo ist denn hin? Ach, da ist der Mistkerl. Oh. Komm her, du. Scheiße. Weg. Ich werde dein Fleisch futtern. Komm her, du. Komm her, du Spanferkel!
Ah, verdammt! Und ich sehe nichts! Verdammte Scheiße! Verdammte Ferkel hin! Da ist er! Verdammt! Riven hat mich gut trainiert. Nämlich solch einen elenden Lump wie du kannst mich nicht mit. So. Sowas ist Technik. Danke. Denken schlau. Denken und schlau sein. Wurm macht es dumm. Was für ein ekelhafter Macht hast du bei dir? Sowas nennt man. Eine dunkle Kreatur. Oh, ich liebe diesen Fernkampfangriff. Ein Lebewesen mit zwei Herzen. Ja, passiert heute. Alter. Na, verdammt. Bin eins mit der Magie und Riven. Ich bin zwar nicht stark genug, aber. Aua. Ach, Junge. Komm mal in Rain. Werden dir einen heftigen Kampf bieten. Du entkommst mir nicht. Du wirst niemals gewinnen. Du wirst verlieren. Ich gehe schon mal vor. Och Mann, ich werde dich im Jenseits auslachen. Naja, ein Dämon mit 7 Herzen wird schon überleben. Na gut, 6. Eins habe ich schon mal verloren. Fuck! Die Regeln gelten nicht hier nicht. Das sagst du jetzt nur, weil du jetzt noch länger warten musst. Mhm. Bei, du Idiot. Arschloch! Fettes Warzenschwein! Mann, wo ist dein scheiß Zauberstab? Und wie kann ich... Och Mann. Was war das gerade? Achso. Was ist das denn? Teil des Magiers. Teil des Händlers. Verfluchte Erde. Wow. Selmanos. Übertreib halt mit der Lautstärke! Du hast es geschafft.
Du hast die ersten zwei Teile. Endlich, du Idiot. Du hast den ersten Hüter des Kerns des Traumteams besiegt. Ah? Okay. Der Kern des Traumteams hatte vier Teile. Du hast zwei Teile nun. Nun musst du noch den letzten besiegen. Lass mich raten, jetzt Ramara. Richtig. Ui. So. Naja, der Verdienst ist nicht nur ganz dein. Auch ein bisschen mitgespielt. Sag jetzt nicht, dass mein Kampf sabotiert. Naja, hättest du so gespielt, hätte er dich wahrscheinlich langsam ausgekeucht. Naja, wenigstens... Der Schwein hat sich schon selbst drauf vorbereitet zu sterben. Aber was soll's mit deinen dummen Regeln? Du bist ein elendiger Mensch in Vampirengestalt. Bin kein Mensch. Nicht. Du bist nicht Zweiter. Du kannst so lange noch leben, bis ich erlaube, dass du stirbst. Deine Regenerationszeiten. Du bist unsterblich wie alle anderen Spieler. Aber wenn ich irgendwann mal Timeout mache, seid ihr es nicht mehr. Wenn ich die Macht bekomme, dann seid eure Zeiten vorbei. Erinnere dich dran. Deshalb darf ich nicht sterben. Wenn ich sterbe, wirst du auch sterben werden. Uff. Also mach dich bereit, stark genug zu werden, um mir eine treue Hand zu sein. Altar wird jeden Tag gefährlicher. Und mit diesem Schlag wird es noch übler werden, ihn zu besiegen. Aber wenn du ihn jetzt angreifst, hast du keine Chance. Du musst ihn weitaus überlegen sein. Wenn es dazu kommt, dass er sich gegen uns wendet. Er ist in den Händen von Madimen. Vergiss das nicht. Werde ich nicht. Im Tatum der Rakutogamkai, Semanov, der Vampir erwacht, entfesselt und bald, der Licht des Schreckens, sein alter Feind, in der Schlacht der Schatten, wo kein Licht scheint.